Ja, wie ihr da im Hintergrund sehen könnt, ich habe gepackt. Morgen geht es schon nach Spanien. Das war eigentlich geplant, erst übernächste Woche zu fahren, zu fliegen. Aber dann hat die Fluggesellschaft freundlicherweise den Flug gestrichen und die einzige sinnhafte Kombination war dann jetzt morgen Mittag. Und ja, eigentlich wollte ich erst mich vom Flughafen melden, aber es ist ja schon so ein bisschen aufregend alles. Es ist im Augenblick so, dass wohl die Häfen in Portugal und Spanien offen sind. Meine Gesundheitserklärung dann jeweils abliefern muss und bei regionalen Ausbrüchen kann dann der eine oder der andere Hafen zu sein. Marokko ist zu, ob die Landgrenze nach Gibraltar ohne viel Hektik und Stresserei und Nerverei offen ist oder zu ist, weiß ich nicht. Deswegen bleibe ich tatsächlich wahrscheinlich bei dem Plan, nach zu den Azoren zu segeln, weil die Azoren als eine Region gelten, aktuell auf jeden Fall, und man muss sich dann zwar in jedem Hafen anmelden, da kann auch der Hafen zu sein und man muss zum nächsten fahren oder zur nächsten Insel weiterfahren, aber es gibt einen Gesundheitscheck dort und ich denke mir, durch die azorianischen Maßnahmen bleiben die Azoren dann relativ gut Corona-frei, wenn ich es nicht mitbringe. Naja, zum normalen Boardingpass dazu musste ich jetzt eine Gesundheitserklärung abgeben, 48 Stunden vor dem Flug. Die muss man nicht ausdrucken, die darf man auch ab dem 31. Juli nicht mehr ausdrucken, sondern muss es auf dem Handy mit der App haben. Ich persönlich bin da echt voll oldschool und finde es nicht so prickelnd, wenn ich alles nur auf dem Handy habe, weil ich immer Schiss habe, dass mein Handy dann nicht will und ich dann keine Bordkarte habe oder halt kein Gesundheitszeugnis, Barcode habe oder irgendwas. Deswegen mache ich immer alles doppelt. Ich habe es auf dem Handy drauf und Dings. Ja, es gibt eine spanische Gesundheits-App, die sämtliche persönlichen Daten erfasst und die Urlaubsunterkunft erfasst. Also ich habe es Marina Muros angegeben. Und wo man dann 48 Stunden vorher halt dann Gesundheitsfragen beantworten muss. Hatte man Kontakt zu einem Corona-Patienten oder irgendwas? Und die dann halt alle anlödeln muss und dann jetzt bei der Einreise wohl, wie es hieß, auf Fieber und auf Gesundheitssymptome, Krankheitssymptome untersucht wird. Wenn ihr hier hinten geguckt habt, dann seht ihr, dass ich das Handgepäck noch alles offen habe. Normalerweise wollte ich einen Koffer mitnehmen, das ist so ein Folienkoffer, so eine Tasche für einen Euro. Weil ich einfach viele Teile für Schiffe mitnehmen möchte. Und das Problem ist ja, dass ich zuerst alles eingekauft habe und alles ausgerüstet habe, um Richtung Marokko zu fahren. Also ein Trinkwasserfilter und so weiter, um da so ein afrikanisches, nicht EU-Wasser auch in meine Tanks reinzulassen. Handbücher, Karten und was weiß ich alles habe ich eingepackt. Und ja, jetzt halt der Wechsel auf die Azoren, das erhöht die Anzahl des Gepäcks oder die Menge des Gepäcks. Ja, und jetzt hieß es halt gestern Abend, dass das Handgepäck, der große Rollkoffer, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, schwierig. Also ich habe einen Rollkoffer und einen Laptopkoffer. Der Laptop darf ja nicht in den Laderaum. Ja, und jetzt habe ich meinen Rollkoffer wieder ausgepackt, den ich mit in die Kabine nehmen wollte, um sämtliche Lithium-Ionen-Akkus, also ich weiß immer nicht, welche Akkus drin sind, alle akkubetriebenen Geräte, da herausgenommen habe und die dann halt hier jetzt extra verdödeln wird. Der HB, ein alter bekannter Freund aus Newport, hatte gesagt, dass er 2 Wochen lang auch zum Schiff kommen wollte. Das Ganze mit dem Auto macht, weil irgendwie die portugiesisch-spanische Grenze ja nicht unbedingt offen ist und Flüge buchen und alles sehr teuer. Ja, und dann hat ihn gefragt, ob er einen Karton mitnehmen kann. Und ihr seht das da hinten schon. Aus dem einen Karton sind ein paar mehr Kartons geworden. Wenn das funktioniert, ist da die Ausrüstung drin, die noch gebraucht wird, damit ich zu den Azoren fahren kann? Dann muss ich die nicht in Galizien einkaufen, was ja dann wieder mehr Aufwand ist und weiß ich gar nicht, ob es teurer oder preiswerter wäre, als wenn ich die Dinger hier im Internet bestelle. Also bei einigen, bei den Wasserkanistern, ich habe 7 Wasserkanister mit zum Falten, 3,95 bei eBay, keine Ahnung, wo die herkommen. Von East Peak oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall eine Marke. Ob ich die überhaupt in Galizien gekriegt hätte, weiß ich nicht. Und wenn ja, zu welchem Preis, wer weiß das schon. Na gut, ja, morgen geht's los. Ich werde mich auf jeden Fall dann vom Flughafen melden und ja, bin schon ziemlich gespannt. Einen Rückflug habe ich noch gar nicht gebucht.
Ist auch im Augenblick schwierig, weil der nächste Flug von Düsseldorf nach Barcelona mit Schülingen geht dann erst im September. Also irgendwie, was willst du in der heutigen Zeit auch planen? Ich habe auch ein Schiff und dann muss ich halt auf dem Schiff bleiben, so lange, bis ich dann irgendwie mal wieder einen Flug kriege oder irgendwas. Aber ich denke mir, ich werde irgendwann noch wieder nach Hause kommen.